Bonjour, Bissamme. Unser Elsa Settlers, das ist der Titel vom Theater Stegl, wie die Jungen vom Kleeblättl-Theater von Kotzenhüse im Nordelsass beten. Sie treten auf, morgen am Samstag, den 20. Jänner, für im Gesamten 6 Vorstellungen. Heute proben sie mit den Bühnenkleidern und das schon sehr viel. Sandrine, kann ich noch helfen? Permission, Sie? Ja, mit Plaisir. Warte, wir machen es. Wie rum? So? Ja, so. Geht's? Ja. Sag mal, du bist ein ganz netter Ressort. Wie viel stehst du mit dem Kleid an? Richtig nachher. Was spielst du für eine Rolle mit dem Kleid? Ich tanze. In der Maison Rural. Kleider, wie von der Carrie und Danny von Betzdorf kommen, helfen sofort die jungen Theaterspieler, sich künstlerisch auszudrücken. Ja, Rose, da war nicht so frisch. Hugo, gibst du mal meine Kappe? Ja, komm. Merci, Hugo. Was gefällt dir, wenn du Theater spielst? Ja, es ist euch freundlich, was uns Elsässische unterstützen. Wir helfen uns einander und ich darf Werther sorgen, wie ich da nicht darf sorgen. Im Fort von Schöneburi. Im Fort von Schöneburi! Im Fort, ihr müsst ein Verrückte. Oh, ich stehe sehr große Schisser. So, Albert, jetzt sind wir in Ihrem Bereich als Reporter de Guerre, der Bunker von Schöneburi. Wir sind 30 Meter unter dem Boden. Also ist die Temperatur von 13 Grad im ganzen Gebiet. Darf ich spontan sein oder sollte ich immer erzählen, was ich genau machen soll? Nein. Wenn man genau als Frau macht, das darf man machen oder nicht. Aber die sollte als Mehl ausnehmen. Céline, ihr habt das Theaterstück geschrieben und inszeniert. Um was geht es eigentlich? Also, es geht um den Albert Müller, Grand Reporter aus dem Lothringen. Und der muss ein Reportage leisten über unsere Schiene gehen, als das Wert, also das kleine Elsass. Da bin ich rausgeputzt wie noch nie. Und da heute habe ich den Glad. Fahr unsere nächste Destination. Das gibt ein lustiges Gemäß, aber auch eine schöne Postkarte von ihrem Lebensraum. Sowieso. Wir fahren durch die Maison Rural, dann gehen wir zum Potier auf Badstorf. Wir fahren auch an der Fort von Schöneburi. Bonjour! Pass auf, da hinten ist ein Start, gell, Papa? Und auch ist kalt, gell, Papa? Und mich bekommt Angst, gell, Papa? Hopp, Albert! Hopp, Albert! Jetzt geht's Paar hinauf auf den Chemin des Cimes. Hebeisch! Auf dem Chemin des Cimes! Wie machen wir für die junge Generation, um das elsässische Theater zu interessieren? Also die meisten von diesen Kindern sind begabt und haben richtig Lust dafür. Und ihre Eltern reden mit ihnen zusammen elsässisch und sie machen es gern. Ich bin ihre neue Assistentin, Sandra von Havena. Ah, Sandra von Havena. Ja, voilà, c'est ça. Hop là, on y va. Elliot, hat sich der Albert die Rundfahrt so vorgestellt? Nein, nicht am Anfang. Ich glaube, er weiß alles, aber es ist ein bisschen angstlos. Er ist lustig und das gefällt mir. Ah, sorry, mal Albertle. Ah, ob ich dann du guckst? Wir haben uns Sorgen gemacht, wie nie mehr rast. Das nächste Mal gibt's mir Ton, verstanden? Philipp, ihr seid der Präsident vom Theater und Theaterspieler. Haben auch bei den Jungen angefangen? Ja, ganz genau. Ich habe 1996 angefangen, wie die Truppe schon gekannt wurde, sous la houlette de Georges Esch. Wie sind wir auf dem Foto? Hier auf dem Foto. Ah ja. Nicht, wie alt sind wir? Mit dem Perret, da bin ich alle 10 oder 11 Jahre alt. Wie viele Junge spielen Theater bei Esch? Also, heute, dieses Jahr spielen 17 Junge mit im Theater. Und im Gesamten sind wir 70 Membres im Kleeblättl-Theater. Bonjour, Mademoiselle. Ich bin der Pascal von der Maison Rural. Enchanté. Huguette von Reichstätt. Der Pascal von der Maison Rural ist Botschafter von der elsässischen Traditionen. Fällst du dir auch so, wenn du auf der Bühne stehst? Ja, eben am Spruch. Wenn jede Ältere mit ihren Kindern elsässisch redet, nur so bleibt die elsässische Sprache am Leben. Er weiß alle, was wir zu machen haben. Leute reden und deutlich.
Und dann haben wir wieder einen schönen Erfolg. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Unsere Gehjet haben wir gern und nutzen ja mach's. So macht es auch der Jean-Pierre Piella auf seiner Art natürlich. Wir wünschen euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald! Bis bald! Bis bald. Jean-Pierre Piella, ich bin Bäuermeister von Breitenbach. Seit wann machst du das? 89. Von wo kommst du? Ich bin von Buswiller. Und dann bist du auf Breitenbach gekommen? Ja, weil ich bin Professor geworden im College. Hat er einen Dorfnamen in Breitenbach? Beilach Schrutscher. Was ist das? Beilach, das ist ein Berry, der höchste Berry im Dorf. Und Beilach Schrutscher, das sind die, wie als mit den Schlitten das Holz heruntergeholt haben. Bist du frech oder frech? Ich bin frisch. Und mit wem? Wenn man sich um ein Dorf bekümmert, muss man mit allen frisch sein. Bist du gewöhnlich pünktlich oder zu spät? Immer zu spät. In der zu kalt haben oder zu heiß haben? Zu kalt. Und warum? Ich habe gerne, wenn es frisch ist. Ich bin frisch, habe ich gesagt. Und, frisches Wetter ist auch gut. In der exotisches oder lokales Essen? Lokal. Lokal für die Nahrung, lokal für das Trinken. Der Kirsch zum Beispiel von Breitenbach, das ist etwas ganz Lokales. Was machst du für die Umwelt? Wir versuchen, unseren Wald zu schützen, wir versuchen, die Biodiversität zu schützen. Wir schauen auch, dass die Leute ein bisschen mehr vegetarisch essen, weil ja zu viel Fleisch essen ist auch nicht gesund. Voilà. Hast du einen Lieblingsausdruck? Guten Morgen.